Aber es gibt. Gehen wir doch mal hier wieder rein. Na klar, so jetzt gehen wir hier weiter in die Altstadt von Westmark. Hm. Und haben uns den Waypoint hier geholt. Das geht ja heutzutage automatisch. Ja, das sind ja wieder einige Freunde. Brützel, Brützel. Oh, oh, oh. Voll in so ein Giftding reingelaufen. Warum machst du was? Ist aber echt nicht gut. Preuß. Oh, Pfeile! Da guck mal, da schießt irgendeine Drecksau, schießt halt einen Pfeil raus. Ja, das ist unser Kollege. Das ist unser Kollege. Aber er ist kein Nein, ich hab's. Weißt du, was ich aufgesammelt habe? Ja, guck dir das mal an, was ich hier gerade aufgesammelt habe. Warte. Ich hab's in den Chat geschrieben. Der. Ah, warte. Speer. Pilum. Der Pilum. Pilum vor meinem Pilum. Mein Pilum. Ich hab mein Pilum gefunden. Ist doch schön. Ich hab mein Pilum endlich mal entdeckt. Nach 37 Jahren ist es soweit. Ich hab mein Pilum gefunden. Rosen hat's geschafft. Schön. Und wie fühlt man sich so mit seinem Pilum jetzt? Ja, besonders da ich auch 37 bin. Hä? Hä? Was? 37? Hä? Du hörst mir ja gar nicht zu. Was hat denn 37, die Zahl 37 mit deinem Pilum zu tun? Ach, egal. Ist die ab Stufe 37? Ja, Level 37. Kann ich noch nicht tragen, leider. Och man. Die ist dann mit Haftkleber, das Ding. Kann ich mir dran kleben. Oh, oh, guck mal, Goblin, Goblin, Goblin. Oh, das ist so ein Reaper, ne? Alter, der geht ja steil. Tja, nicht steil genug. Ich hab den Goblin schon erledigt. Oh, ich spreng ja eigentlich alles auseinander. Gut, Topas, das Frühstückchen hier. Ah ne, das war Knopas. Ah ne, das war... Kellogg's Topas? Topas, Kellogg's Topas sind mega nice. 72 Intelligenz, oh, den müssen wir nehmen, oder? Ja, den müssen wir nehmen hier. Ja, das hilft, meinst du, das hilft? Ja. 109 Vitality, was haben wir denn da noch? Distanz- und Nahkampfangreifer erleiden 11 Schaden pro Treffer. Kritische. 118, der hat mehr Intelligenz, der hat Crit, Ressourcenkosten um 4, Feuerwiderstand und Erfahrung. Ist doch besser als 4% Angriffsgeschwindigkeit, oder? Und Verkaufswert 1 Million. Nicht? Ich glaube, der ist besser, komm. Also ich habe ja auch also einige Sachen gefunden. Magischer, mächtiger Zweihand. Magisch mächtige Zweihandwaffe. Was bist du denn hier? Baba. Dann. Baba. Baba. Was brauchst du denn? Bist du Baba? Möchtest du noch irgendwas? Ich brauche alles mit Int. Intelligenz kann ich dir leider nichts anbieten. Ich habe die besten Sachen vorhin verkauft. Schade. So legendäre Sachen und so, die ich gefunden habe. Mhm. Int. Nein, natürlich nicht. Ich glaub dir das. Das wäre mega frech. Niemand kann mich aufhalten. Oder? Mega. So, ich retze hier nochmal meine Feuerfreunde. Ob man ja. Ja, die ziehen aber auch viele Seelen an hier, ne? alle Menschen werden zu seelenlosen Hüllen. So wie wir. So wie wir. Ganz, nicht ganz. Arme Bastarde. Guck mal, hier können wir rein. Das ja, Haus der Schreie. Ach, du bist ja schon drin, ey. Na klar, ich bin hier schon voll am Gange. Ich habe jetzt hier schon die legendären Items gefunden. Ohne Ende. Nur, eigentlich. Glaube ich dir. Ist auch so. Not. Warum not? Not. Ich habe immer nicht Not gespielt, ich habe immer Allianz gespielt. Ich hab immer Conker. CGI meinst du? Ja, CGI. Oder Allianz. Ist das Allianz. CGI? Ja. Irgendwie sowas, ne? Irgendwie CGI war, glaube ich, irgendwas, was im Fernsehen kam. die hießen immer so ähnlich, irgendwie CGI und Not oder so. Ich glaube nicht CGI. Ja. Meinst du? Das ist aber auch ein langer Stab, den ich hier habe. Das ist aber traumhaft einfach. Ja, das glaube ich dir nicht. Wie groß und elegant er ist. Ja, du hast ja auch doppelt Legendaries schon am Start, ne? Und Olsen, ey, kriegt der wieder. Nee. Olsen kriegt gar nichts ab. Padajoch, Olsen Padajoch. Ich guck hier nochmal kurz rein, irgendwie. Oh, magische Kraftsteine habe ich hier für dich. Magischen Kraftstein? Seltener Handschuh, Rüstung, renegiert 33 Leben pro Sekunde, Chance bei Treffer 12 Schaden, Flächenschaden zu verursachen. Das war nicht so geil. Stromschlag. Vitalität, Feuerwiderstand.
Aber ich benutze erhöht, was erhöht den fegenden Tritt? 14% für Mönch. Nur für Mönch. Also ich muss auch irgendwas an meinem Kopfding da noch machen. Das andere hat nicht so viel. Ich habe ja auch gerade noch einen anderen Gürtel gefunden. Gürtel? Der eine erholt, erhöht den Schaden von Spektralklinge. Spektralklinge benutze ich doch gar nicht. Dann habe ich natürlich den. Okay. Alter, der hat ja... Ja, genau. Der hat einfach 81 Geschicklichkeit, ne? Okay. Der hat nur 22. Aber der hat, ich dafür habe ich plus 10 Stärke und plus 14 Geschicklichkeit drin, ne? Weil ich da so zwei Steine reingeplockt habe. Kommst du? Warte, ich muss erstmal hier Flugfluss rausnehmen. Ich habe noch schnell einen Stich-Anus gefunden. Ach nee, einen Stich-Nexus. Wie jetzt, Anus? Mit Stärke, das brauchst du wohl nicht. Wie konnte ich dann nochmal die Steine rausnehmen? Du musst zu so einem Typi gehen. Oh fuck, jetzt habe ich die andere Hose. Ja, ich muss die andere Hose aber nehmen. Die ist geiler. Die sieht einfach schicker aus. Viel schicker aus. So eine Stretch-Hose. Schicker. Schicker, da kann man auch ein bisschen Chicorée drin tragen. Die Hosen, den Hosenlauch und so. So. Ja, das sind aber Freunde. Die dicke Freunde. Da kommen wir noch mehr. Das war gar nicht gut. Was ist das denn? Was? Vorbestellung von Reaper of Souls? Vielen Dank für Ihre Vorbestellung von Reaper of Souls. Als Zeichen unserer Dankbarkeit erhalten Sie von uns diese schwingende Tapferkeit. Ja, na geil. Ja, das sind die, diese Knochenschwingen wahrscheinlich wieder, ne? Ja, die sehen jetzt aber aus wie was anderes. Oh. Die sehen jetzt, kann ich die anlegen? So aus. Yeah, du bist so cool. Ja, ne? Kann ich die wieder abschalten? Ja, klar. Ah, okay. Warum hab ich die nicht gekriegt? Weiß ich nicht. Das finde ich echt ein bisschen frech von dir, ne? Dabei habe ich das Game gar nicht vorbestellt. Aber ich aber. Das ist für mein Item, hä, damit. Den habe ich schön aus der Luft weggeholt, den Kollegen. Mhm. Das hat der Traum auch gemacht. Olsen weiß, wie es geht. Tja, so richtig, ey. Ich bin richtig. Olsen fängt auch mal Vögel mit seinen Händen. Ja. Flüsterer. Stelle ich mich in den Garten und dann. Dann fange ich so kleine Piepmatze. Ja, weil die Vögel, die haben, die sind sehr zutraulich, weil die genau sehen, Olsen hat auch einen Vogel. Oh, der war schlecht. Ich fand den richtig gut. Nein, der war schlecht. Die dissen uns mich jetzt hier nicht. Nee, das machen wir nicht. Das ist alles nur. Ich werde mich auch nicht so. Was an der Freude, du rennst an diesen Zombies vorbei. Du rennst an den Zombies vorbei. Wir haben der war eben noch ein Freund von uns, der hat sich verwandelt. Ja. Die sehen alle so freundlich aus. Und dann, zack, hast du das Knochenschwert im Rücken stecken. Weißt du, wie das ist hier? Ja. Ist echt nicht gut. Geschworener Soldat. Guck mal, die verwandeln sich erst später dann. Oh ja, hier sind aber auch einige Freunde. Muss ich erstmal die Glocken schwingen. Du willst doch nur an die Glocken ran. Ne, ja, ich hab ja Glocken. Ach ja. So als Kampfmönchen bist du doch bestimmt auch Kampflespe. Ja, mein Char hat Glocken und ich hab die Fähigkeit. Glocken. So. Hier, Woge des Lichts. Alter. So. Was ist mit ihm denn los hier? Aber er ist doch tot. Ja. Frechdachs ist das. Mich angesprungen von vorne. Oh, Ereignis. Hat sich ein Geschlecht vertan. Ich brauche Arkankraft. Bestimmt wollte er mich anspringen. Glaube ich auch. Diese komischen. Ne? Kultist? Geläuteter Kultist? Ihr wart es, der den dunklen Zirkel zerschlagen hat. Deshalb werdet ihr verstehen, warum ich hier bin. Der Schatz des Zirkels befindet. Was ist mit dem Schatz? Ja. Kannst du auch mal zu Ende reden, Junge? Der haut Schatzkammer der Kultisten. Ach, da, na gut. Wollen wir da mal reingehen? Na ich klar. Ey, übelste Mucke hier, Alter. Voll laut. Ja? Bei mir auf jeden Fall. Aber mir ist chillig. Oha. Das sind aber auch ein paar Okkulüten. Okkulüten? Okkultismus. Brauche mehr Arkankraft. Ah, davon habe ich mal genug.
Was macht er denn da? Ach, da hat sich noch einer im Geröll versteckt. Phasen. Echt wahr. Was ist oh, ein geheimer Gang. Guck mal hier. Oh, Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Und richtig schön. Mit Gisteln. Ganz viele Schätze, oh, aber nichts Gelbes. Ich hab den. Guck mal, Olsen. Der arme König, ich hab ihn einfach von seinem Thron gekickt. Frech. Nichts Schönes gedroppt. Och, also, kann man nicht so nicht sagen, finde ich. Nichts Gelbes. Inventar ist begrenzt. Also, da muss ich erstmal in meine. Alter Falter. Nichts Schönes gedroppt. Wieder voll. Die Scheiß. Oha, da ist noch was gedroppt. Geschicklichkeit. Was haben wir denn da noch? Ah, 76 Geschicklichkeit. Hallo. Ich. Hallo. Pillum. Da ist schon wieder ein Pillum gedroppt. Brauchst du auch einen? Nee. Nicht wirklich. Verständlicherweise. Oh, hier erstmal. Jetzt habe ich hier wieder Schoten eingesammelt. Weg damit. Mit die Schoten. Und ich erst. Oh, mal hier ein bisschen sortieren. Hier die ganzen Steinchen mal ein bisschen zusammen hier. Nach ganz links da. Oh, hier. Ich habe einen magischen Zauberhut. Plus 112 Intelligenz. Hm, danke. Ich nehme nur gelbe Sachen. Was hat deiner denn? Mehr. Okay. Eigentlich müsste ich ein paar Sachen mal verkaufen wieder, ne? Ich gesagt. Ich auch. Wollen wir erstmal kurz zurück und verkaufen. Wollen wir ein Portal? Okay. Ich muss zurückgehen. Machen wir Portal. Portalus. Ab durch. Machen wir Portal. Und zapp! Zerknirzen jetzt. Der Seelensammler. Wir sind auch Seelensammler. Hier Lord. Den ganzen Dimmisch. Scheiß, den ich hier drin habe, könnt ihr ja nicht auch verkaufen. Ja, lass mich erst mal. Hier, Handwerker. Hallo, Herr Handwerker. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Es ist so schön. Es ist ein Scheiß. Zauber, alles. Nee, ich will ja gar nicht zum Handwerker. So, ordentlich was entzaubert hier? Trümmerteile. Hm. Wo ist denn der andere Freund? Flüflü? Ach, da ist doch der Händler. Ich muss ja an meine Kiste. Ich muss da dieses Zeug da reinpacken hier. Das und 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 das. Ich muss erstmal die ganze Scheiße verkaufen hier. Diamanten habe ich hier auch noch. Auch diesen ganzen Kack, den ich hier in meiner Kiste habe, ne? Was ich alles mal für irgendwelche anderen zurückgelegt habe. Für andere Charaktere. Alles für so umsonst, ne? Alles für umsonst. Brauch keinen Sau mehr. Was machen dann diese Mann? Ach, das ist überhaupt gar kein Diamant. Du bist ein Diamant. Das ist eine schillernde Träne. Oh. Hey, diese Begleiterdinger sind natürlich cool. Ich behalte die hier erstmal hier. Aber Hexendoktor und Dämonenjäger habe ich doch sowieso schon. Warum lege ich mir die hier zurück? Okay. Das kann ich dir nicht beantworten. Ja, verplant halt, ne? Total vercheckt. Magischer Zauber. Gut, ja, entzaubert. Aber so ein Edelstein, den müsste ich ja auch nochmal hier so. Was habe ich denn da noch drin? Oh, das ist aber auch. Oh, seltener. Seltenes Handwerksmaterial. Smaragde 2. Da hat man doch mehr von. Oh ja, jetzt haben wir 4 Smaragde. Alter, wie viel Stein ich hier gefunden habe, ne? Mhm. Das ist ja unglaublich. Edelstein. Das ist der. Aber den haben wir noch gar nicht hier, glaube ich. Noch gar nicht? Ich gehe mal auf die Suche, ob ich irgendwas finde. Mach das mal. Und hier noch irgendwelche Sachen zum Anklicken. Hallo, Harolde. Hast du zumindest die Juwelen mitgenommen? Ach, hallo, hallo. Diese Monster wollten uns töten. Ey, das sind aber auch viele Steinchen hier, ne? Besser tot als arm, sagt er, der Harold. Ich quatsche einfach mal alle Leute an, die ich hier sehe. Weiß ja nicht, ne? Also besser arm. Besser tot als arm. Ist er arm dran als arm ab? Herstellen. Ich will das Ding jetzt hier. Ich habe ihn mit hierher gebracht, doch so, kaum Gegenstand reparieren. Er muss ein Adliger sein, aber kann ich das hier nicht entfernen? Auf seinem Ring nicht. Die Flammen. Wenn ich jetzt die Steine aus meiner Hose rausklopfen möchte, ne? Diese zwei Steinchen, die drin sind. Du kannst doch einfach entzaubern, da kommen die Dinger auch automatisch raus. Jetzt fragst du natürlich die Folgefrage, wo kann man entzaubern, ne?
bei ihm hier und dann auf Dings hier gehen. Gegenstände wiederverwerten und dann mit dem Amboss da plack plack machen. Auf den Schmieden Gegenstände wiederverwerten. So. Schillernde Träne habe ich jetzt hier. Weit von hier entfernt. Ich wollte sie gerade für den Abend schließen. Eine schillernde Träne habe ich bekommen. Ich habe die Türen versperrt. Seltenes Handwerksmaterial. Doch für meine und der Wiederverkaufswert ist ja enorm. Du redest über Diadra, die Gelehrte, drüber. Also jetzt hat sie schon die Klappe gehalten. Das ist gut. Wen haben wir hier noch? Bruder. Bruder Jakob? Bruder Anslam. Er hat mir irgendwas gegeben. Anscheinend hat er mich nur geheilt. Hier, Oswin. Ein Held Oswin? Das bringt mir aber meine Frau nicht. Oswin. Oder etwa doch. Waffenschmiede. Gut, da muss ich doch erstmal kurz nochmal mal gucken, was ich hier so drin habe in meiner guten Hose. Wen haben wir hier noch? Einen Verticker. Können wir natürlich mal gucken, ob so ein Verticker hier noch schöne Sachen für uns hat. Stärke. Stärke. Lahm. Nichts Gelbes. Blaue Scheiße wollen wir nicht. Wir sind auf der Suche nach Epics. Wir brauchen Epics. Und Idefix. Ja, so. War es das schon. Aber ich packe jetzt mehr Verticker. Ich will jetzt meine Hose aber nochmal kurz ausrüsten. Ach, die Kleine hier schon wieder. Gut. Waffenschmiede. Mönch. Hüfte, Hände, kritischer Trefferschaden. Nö, nö. Och, hier gibt's wieder nur Kaki. Ist ja lahm, nur Kaki. Haha, und in der Hose drin, den dicken Stein. So, wir können jetzt weiter. Können wir jetzt endlich weiter? Bist du ja nicht so weit? Ich bin hier schon lange bereit. Ne? Ja, dann lass mal zurück. Zu. Schon lange, sagt er. Na klar. Also aus der alten Bibliothek. Ach, wir können da hinten rausgehen. Warte, ich möchte noch ein bisschen randalieren hier. Also, es ist. Du brauchst nicht randalieren, komm ran! Wo bist du denn? Bücherregal. Ich hab mich rausteleportiert mit dem Stein da. Och nö. Mit dem Steini. Machst aber auch mal Sachen. Okay, dann teleportiere ich mich doch auch mal raus. Nicht, dass ich dich hier in dieser großen, weiten Diablo-Welt nicht wiederfinde. Wohlsehen, wo bist du? Sag mal, was bist du da? Was getrunken. Achso. Das ist leider auch schon wieder leer. Ich dachte, du haust hier die Big Macs rein. Nee, wenn überhaupt hier, wer hat das Originale? Wer hat das, ne? Mhm. Sehr lecker. Sag mal, Olsen, wo bist du denn schon wieder? Yeah, ich mache hier ordentlich Party. Party? Party mit meinen Freunden. Ohne mich? Guck mal, hier alte Schmugglerlager, da können wir direkt reingehen. Ah, schön. Oh. Hier ist Alter, was ist da für ein fettes Viech im Hintergrund? Ja, der ist hier angesprungen gekommen. Wieder so ein Springer. Kluge Viper? Geil. Alter, wo kommen die alle her hier? Irgendwo. Komische Leute. Alter, die kommen mir von der Decke. Tja. Alle Spaß haben. Spinnen voll. Noch mehr. Muss ich meinen Laserstrahl hier wieder auspacken? Ja, das hilft. Und den Leuten hier mal eine kleine Augenlaser-OP verpassen. Eine Vorführung. Hinter dieser Tür befinden sich Zivilisten. Ich werde sie nicht öffnen, bevor nicht alle Seelenarmter tot sind. Mhm. Sind wir nicht? Ach, jetzt sind sie alle tot. Wir sind hier schon seit Tagen. Diese Leute halten nicht mehr lange durch. Eskortiert sie zur Enklave der Überlebenden. Und zwar sofort. Sofort? Sie laufen. Komm her. Wo bist du denn? Achso, hier vorne sind sie anscheinend. Hä? Hä? Wo sind sie denn? Was hast du denn vor? Findet die Seelentiegel. Wo sind denn die Typen, die wir hier eskortieren sollten? Die sind schon weggerannt vor uns, weil wir so hässlich sind. Trümmerteile. Hallo? Findet den Seelentiegel. Hier geht's ja nur in der Altstadt vom Westmarkt wieder. Da brauchen wir ja nicht mehr hin, da waren wir ja schon. Ja doch, da wollen wir ja wieder hin. Keine Ahnung, was das hier für Quest war. Gefällt.
kommst sag mal, du? Wo bist du jetzt überhaupt? Ich bin rausgegangen wieder. Bist du schon wieder? Also mal, da oben war doch auch ein Ausgang noch. Da war ein Ausgang? Ja, da war so ein Steinchen war da, glaube ich. Da kommen wir ja nur wieder raus. Das heißt, das ist der Endstein. Okay, gut, dann nicht. Komisch. Bisschen verwirrend alles, ne? Waren wir hier schon? Hier waren wir schon, ne? Ja, da waren wir schon. Wo müssen wir denn hin? Guck mal auf die Map. Da oben lang. Oben rechts. Ja, nach oben. Ganz weit nach oben. Hier zu mir. Da ist doch nicht... Da ist doch unten. Ja, trotzdem. Wo du bist, geht's nicht weiter. Woher weißt du das denn? Ich auf die Map geguckt habe. Ich guck da auch gerade auf die Map. Da unten geht's doch weiter, wenn nicht. Nein. Da ist doch alles schon entdeckt. Ja, ist alles aufgedeckt, du hast dir gerecht. Jetzt sehe ich's auch. Jetzt siehst du es auch, ne? Ja. Ey, wir müssen hier oben lang. Ich bin ganz schnell unterwegs. Komm, Flieh, Flieh. Flu, Flu kommt. Ich hab ordentlich Monster im Gepäck. Echt? Hast Nein. du ein paar mitgebracht? Nee, leider nicht. Keine Gastgeschenke. Oh, ein Bestrafer. Jo, und der springt mich fett an, ne? Der spinnt ja wohl total. Wir hast ihn ja schon geplättet. Muss ja erstmal gucken, was wir hier für einen Gürtel haben. So, Schotengürtel. Oh, ich brauche hier einige Sachen. Einiges gefunden. Was ich bestimmt gleich anziehen kann. Aber weggucken, wenn ich mich umziehe, ne? Mhm. Man spannert bei einer Dame nicht. Komm, wir sind doch bestimmt ein Liebespaar hier. Meinst du? Das überlege ich mir aber nochmal. Mann, ich seh doch so gut aus. Nee. Ich sehe aus wie so ein also Gaylord Harry Potter. Mit deinem Hütchen da kannst du echt weggehen. Ich bin wie so ein Gaylord. Wir können Freunde sein. Okay. Mehr aber auch nicht. Da muss ich ganz dolle weinen. Weil ich so heiß bin, ne? Verehrst mich. Weil ich immer die Körbe kriege. Einen richtigen Knackepro habe ich. Diese Brummis, ne? Die stunnen mich. Dafür machst du ja auch Fett Eis auf die. Fett Eis. Freunde der Sonne. Ey, die kriegen nur Diät-Eis. So, wir müssen jetzt hier ein ganz kleines Break einlegen. Wir starten dann in der nächsten Folge. Dann zwar wieder von der Base, aber dann holen wir uns hier ganz schnell wieder den Seelentiegel in der Gideon-Gasse, den wir gerade vor uns haben. Genau. Aber wie macht denn dir Reaper of Souls bis jetzt wieder Spaß? Bist du schon wieder drin? Ja, ich bin schon wieder ein bisschen drin, muss ich sagen. Ja, gefällt ich auch. Mir. Ich find's auch richtig geil. Macht Spaß. Schöne Runde Diablo 3 herum. Klicken und Monster fetzeln. Und so. Ursen die Monster auseinandernehmen. Das ist doch immer schön. Ja, richtig geil, ne? So, bis hin zur nächsten Folge. Haut rein.